Servus Elder Scrolls Freunde, willkommen zu einem richtig geilen Video. Es geht um die Monturvorlagen, die mit dem nächsten DLC ins Spiel reinkommen werden, mit Dragonbones oder dem Update 17. Mitte März kommt das Ganze, ich bin hier vorab auf dem PTS unterwegs und möchte euch diese Monturvorlagen zeigen. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Dropset. Wir haben hier den Grofka-Helm plus Brandzauberweber und die sehen von der Optik schon richtig scheiße aus. Und wir ändern jetzt die Optik von diesen zwei Stilen um in einen cooleren Stil, den wir erlernt haben. Und wie gesagt, das möchte ich euch jetzt zeigen. Um das Ganze durchzuführen, müssen wir hier an einen Monturtisch hin. Alle Färbetische werden in Zukunft Monturtisch heißen. Und wenn wir dorthin gehen auf Ausrüstung, sehen wir, das Ganze sieht etwas anders aus und wir können hier die ganzen Stile anwenden, die wir kennen. Wichtig, wir fangen einmal ganz oben an bei den Monturen. Jeder Charakter hat von euch eine Monturvorlage. Ihr seht es bei mir, man kann maximal 10 Vorlagen besitzen. Eine ist sozusagen gratis, kostenlos, die habt ihr zu Beginn des Updates. Wenn man aber noch eine zweite Monturvorlage besitzen möchte, muss man in Kronshop die für Echtgeld kaufen. Und ja, ist ein bisschen schade, aber irgendwie will das natürlich Zenimax auch ein bisschen Geld machen. Aber ich würde auch sagen, eine Montur reicht bei den meisten Leuten, denke ich, aus. So, fangen wir an, wie das Ganze hier funktioniert. Ihr seht hier die Rüstung aufgelistet und danach auch diese Waffen. Die kann man ebenfalls umändern, auch von der Wabe her. Da kommen wir gleich dazu. Das ist auf jeden Fall richtig cool. So, wir nehmen jetzt hier den Grofka-Kopf. Der sieht jetzt wirklich nicht schön aus. Und den möchte ich jetzt umändern in einen Stil, den ich erlernt habe. Wichtig, wie gesagt, ihr müsst diesen Stil erlernt haben. Wollt ihr jetzt zum Beispiel den Grofka-Kopf aussehen lassen wie den Glazit-Stil, dann müsst ihr natürlich den Helm oder das Buch der Glazit kennen, gelesen haben, dass ihr das natürlich hier anwenden könnt. Ansonsten geht das Ganze nicht. Ja, ich habe hier natürlich auf dem PTS alle Stile erlernt, dass ich euch einfach zeigen kann. Die Auswahl ist auch wirklich mittlerweile sehr groß. Und es ist so, der Grofka-Kopf ist bei mir leicht. Ihr könnt aber von der Optik her, was sehr cool ist, auch einen schweren Kopf nehmen. Wie gesagt, die Optik wird dann einfach auf schwer umgeändert, sieht sehr cool aus. Wir können jetzt zum Beispiel, ist jetzt wirklich egal, Gestaltwandler nehmen. Dann sieht der Kopf oder der Grofka-Kopf wie der Kopf von den Gestaltwandlern aus. Sehr cool, kostet dann 1000 Gold. Ja, also irgendwie muss man das natürlich auch bezahlen. So, dann können wir natürlich den Torso ebenfalls vom Brandzauberweber optisch ändern. Sieht natürlich nicht schön aus. Hier, das sah gerade etwas cool aus. Wo haben wir es denn gehabt? Hier, keine Ahnung, Halu oder wie die heißen, neue Robe, kostet 2000 Gold. Wichtig ist immer, die Preise sind immer unterschiedlich. Wir können bei der Schulter das ganz kurz anschauen. Ja, die Stile, wo nicht besonders sind, wie diese allerersten Stile der Waldelfen, der Dunmer, Dunkelelfen, was es alles gibt, der Kaiserlichen und so, sind jetzt nicht so besonders teuer. Natürlich, wenn man dann jetzt hier einen Stil nehmen will von den Dromadra, kostet der Preis schon 500. Nimmt man dann noch seltenere Stile, wo man viel schwieriger rankommt, dann geht es natürlich immer weiter hoch. Ihr seht hier bei diesen Stilen vom Wurmkult, ja, Seidenring, also Wurmkult ist jetzt hier das teuerste, was ich jetzt gerade gefunden habe, kostet zum Beispiel 1000 Gold. Ja? Insgesamt sind wir dann schon bei 4000 Gold, wenn wir nur diese drei Rüstungsteile umändern wollen. Und das geht natürlich hier immer weiter. Wir können da eine Taille auswählen, zum Beispiel die Hände in Mittel. Und wir nehmen hier die Beine, nehmen wir noch irgendeinen anderen Stil hier in Schwer. Hier nochmal Dromadra, ist jetzt wirklich egal. Nehmen wir hier noch die Schuhe. Und dann haben wir natürlich hier auf der rechten Seite, sehen wir immer, wie das aussieht. Und solange ihr in dieser Vorlage hier drin seid, kostet das Ausprobieren kein Geld. Ihr seht, okay, der Helm passt doch nicht. Boah, wir nehmen einmal den Helm, der sieht etwas cooler aus und haben den dann umgeändert. Oder die Hände passen nicht. Gut, nehmen wir nochmal ein paar andere Hände, die vielleicht cooler aussehen. Zack, wir nehmen die rein. Ja, und jetzt sehen wir zum Beispiel schon, wir sind insgesamt, ihr seht es unten bei Anwendung, wir sind jetzt schon bei 7300 Gold. Das geht natürlich immer noch höher. Desto teurere Stile man benutzt, umso höher wird das Ganze. Und so könnt ihr die Rüstung auf jeden Fall schon mal anpassen von der Optik her. Und das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Sieht es um einiges besser aus wie der Grofka-Kopf. Was natürlich ebenfalls sehr cool ist, wir können auch jegliche Waffen umändern. Es ist egal, ob ihr einen Stab habt, ob ihr einen Bogen habt oder ein Schwert, ein Schild. Alles kann umgeändert werden. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel einen Rovatras-Stab. Der sieht nämlich richtig cool aus, meiner Meinung nach. Und hier beim Flammenstab des Mahlstroms, ja, wir ändern den um auf Muak Tong. So, zack. Beide Stile sind sehr teuer. Wir sehen, wir sind jetzt insgesamt bei 17.000 Gold, die wir hier investieren müssen, um diese Montur anzuwenden. Ja?
ist auf jeden Fall ein ordentlicher Batzen Geld. Das ist aber momentan noch nicht alles. Wir können auch noch die Farbe ändern. Ja, wir können jetzt hier, das kennt man aber normalerweise schon, eine rote Farbe mitverwenden. Machen wir hier noch ein Gelb, das ist natürlich nur zum Anschauen, sieht natürlich jetzt nicht schön aus. Gehen auf die Schulter, ups, wir sind jetzt aus den rübergekommen. Gehen wir jetzt hier noch, machen wir eine pinke Schulter oder eine lila Schulter, zack. Seht ihr, von der Farbe funktioniert das alles. Kostet aber auch Geld. Ich glaube, pro Farbe, wo man rein nimmt, kostet glaube ich 50 Gold. Genau, kostet 50 Gold pro Farbe. Ihr seht, unten geht es dann nach oben. Und können wir hier nochmal zeigen, zack, es sind wir auf 500 hoch. Was natürlich auch sehr cool ist, wir können die Farbe unserer Waffen ändern. Das war ja momentan, ist es ja noch nicht möglich. Mit dem nächsten Update funktioniert das dann. Und das ist auf jeden Fall sehr cool, denn wir können hier diesen Rovatra-Stab, der normalerweise ja rot ist, können wir umändern in blau. Ne? Können wir natürlich auch in komplette alle Farben, die wir natürlich freigeschalten haben. Bei mir, weil ich halt auf dem PTS unterwegs bin, habe ich natürlich die meisten Farben nicht, weil die Errungenschaften natürlich nicht da sind. Ihr habt wahrscheinlich mehr freigeschaltet und könnt da richtig schön rumprobieren. So, ihr seht jetzt das Ganze. Ich finde die Montur jetzt so schön. Ja, ist jetzt nicht wirklich, aber fürs Video ist es ja jetzt im Endeffekt egal. Wir gehen jetzt hier auf X anwenden. Dann seht ihr hier, wir müssen 17.850 Gold zahlen, um diese Montur so zu haben, wie wir wollen. Oder wir zahlen eine Monturmarke. Die Monturmarken bekommt man ebenfalls im Kronenshop und muss man für echt Geld kaufen. Wir machen das Ganze jetzt aber ganz normal für Gold. Zack, angewandt, Montur wurde angepasst. Und jetzt sieht unser Charakter so aus, wie wir möchten. Also, oder wie wir halt in dieser Montur haben. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Irgendwann sagt ihr, oh, die Montur will ich nicht mehr haben, die sieht nicht schön aus. Ihr könnt diese Montur auch nachträglich wieder ausblenden. Ihr müsst dann hier auf Aussehen, ups, ihr geht dann hier, wie gesagt, auf Sammlung, geht auf Rüstungsstile, geht ganz hoch auf die Montur und könnt hier die Montur ausblenden. Ja, so, jetzt seht ihr wieder, wir haben hier, ja, wieder den Anfangsstil von vorher. Wir können natürlich auch wieder an den Monturtisch rangehen und können das hier dann umändern. Wir laden einfach oben die Montur 1 wieder, zack, geladen und so sieht das Ganze aus. Natürlich können wir auch nachträglich diese Montur wieder ändern. Das kostet aber natürlich auch wieder Gold oder natürlich so ein Stein, den man für echt Geld kaufen kann. Jetzt seht ihr zum Beispiel, der Helm gefällt mir nicht mehr. Jetzt drücke ich Y und sag Z zurücksetzen. Ja, kostet dann 50 Gold zum Beispiel, dann hat man wieder den Anfangsstil oder man kann ihn auch direkt umändern mit auswählen und wir sagen, okay, wir nehmen jetzt hier einen schweren Kürass. Ja, zack, von den Söldnern müssen natürlich dann wieder 500 Gold zahlen, zahlen das hier kurz und das Ganze ist umgeändert und wir haben die Montur wieder angepasst. Gehen wir jetzt raus, haben wir zum Beispiel jetzt oben wieder den Grofka-Kopf, weil wir da keine Montur geladen haben, aber wir haben jetzt hier zum Beispiel, ja, den Brustpanzer geändert. Zum Beispiel beim, ja, den Kopf von Vikings Goriath sieht ja sehr cool aus und falls man das halt dann wieder haben will, kann man die Montur ausmachen. Wenn man es natürlich wieder reinmachen, kann man natürlich wieder hier so eine Vorlage drüber laden. Zum Beispiel jetzt hier den Kopf, sagt man, oh, der sieht gut aus, zack, anwenden, 1000 Gold zahlen und dann ist die Montur wunderbar wieder angepasst. Das geht mir hier raus und ihr seht so aus, wie ihr wollt. Das ist auf jeden Fall richtig cool, gefällt mir selber wirklich. Ich muss sagen, absolutes Highlight hier mit dem DLC, dass man das so anpassen kann. Was noch sehr wichtig zu sagen ist, jeder Charakter hat ja wie gesagt seine eigene Montur. Das können wir jetzt auch hier sehen. Ich habe mich hier mit einem anderen Charakter eingeloggt und gehe natürlich hier wieder an den Monturtisch hin. Und wenn wir hier auf Ausrüstung gehen, oben auf die Montur, seht ihr, die Montur ist noch nicht, ist zwar geladen, aber wir haben noch keine angewandt, ja. Jeder Charakter hat seine eigenen 10 Monturvorlagen, die man halt dann kaufen kann. Was aber wichtig ist, ihr könnt natürlich hier auch bei dem nächsten, bei dem Zweitcharakter, alle Stile anwenden, die euer Hauptcharakter erlernt hat. Also nicht jeder Charakter muss alle Stile besitzen, sondern im Endeffekt ein Charakter die Stile besitzen und alle anderen Charakter können dann auf diese Datenbank sozusagen zugreifen. Ich habe jetzt hier mit diesem Charakter wirklich keinen einzigen Stil erlernt, aber mir werden hier auch alle angezeigt. Ich kann auch rüber zur Schmiede gehen, da kann ich nichts herstellen, aber hier in dem Monturtisch sind die ganzen Sachen geladen. Auf jeden Fall sehr cool, anderweitig wäre es auch ein bisschen hart, wenn man mit jedem Charakter alle Stile erlernen müsste. So muss man es halt mit einem machen und kann natürlich hier mit den anderen Charakteren einfach ja auf diese Datenbank der verschiedenen Stile drauf zugreifen und kann das natürlich umändern, wie man möchte. Ja, abschließend, was gibt es hier noch zu sagen? Wie gesagt, man kann natürlich hier noch eine zweite Montur anwenden.
Wenn wir jetzt hier drauf gehen, können wir natürlich, wie gesagt, im Echtgeld-Shop eine zweite Montur erwerben. Somit könnte man die Monturen immer abwechseln. Zum Beispiel hat man jetzt ein Heiler-Set oder eine Heiler-Montur und möchte die schwer aussehen lassen mit einem besonderen Stab, möchte aber als Damage-Dealer komplett anders aussehen und lädt sich dann einfach eine zweite Montur. So kann man das immer abwechseln und müsste halt nicht jedes Mal hier die Montur wieder umändern und dann Geld zahlen. Ja? Man zahlt dann halt einmal im Kronenshop echt Geld, hat dann somit zwei Monturen und kann dann zwischen den Monturen immer herwechseln. Ist auf jeden Fall ja ganz nützlich, aber ich denke mal, wie gesagt, für die meisten Leute reicht wahrscheinlich eine Montur. So sieht man auf jeden Fall im Längen besser aus, wie jetzt momentan im Spiel mit dieser, ja, mit dieser Erneuerung. Ich sage hier danke fürs Zuschauen, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare, ich beantworte sie. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken, ich bin weg, ciao, haut rein.